zusammen, liebe Pädagogen. Heute beschäftigen wir uns mit etwas wirklich Faszinierendem und Revolutionärem im Bereich der neuroedukativen Forschung. Die BEAPNE-Methode. Ob Sie nun erfahrene Lehrkräfte oder Anfänger sind, dies könnte für Sie und Ihre Schüler einen entscheidenden Unterschied machen. Was genau ist also die BEAPNE-Methode? Es handelt sich um einen interdisziplinären Ansatz der Biomechanik, Anatomie, Psychologie, Neurowissenschaften und Ethnomusikologie miteinander verbindet. Die Grundidee ist die Verbesserung der kognitiven Funktionen durch Neuromotorik mit Hilfe von ganz bestimmten Aktivitäten, die genau zu diesem Zweck entwickelt wurden. Deshalb spielen Sprache und Praxis eine so einzigartige Rolle. Die Methodik umfasst zahlreiche Publikationen über motorische Fähigkeiten, Bewegungsanalyse, körperliche Verfassung und Körperschema. Es geht nicht nur darum, sich irgendwie zu bewegen, sondern die Kraft des Körpers zu nutzen, um unsere Wahrnehmung durch ein spezifisches Programm zur potenziellen Verbesserung der exekutiven Funktionen zu verbessern. Derzeit laufen weltweit 22 Interventionsstudien. Die griechischen Philosophen, insbesondere die Peripatetiker, waren die ersten, die Bewegung und Wahrnehmung miteinander in Verbindung brachten, da sie Philosophie im Gehen praktizierten. Diese Schüler des Aristoteles hielten ihre Vorlesungen im Spaziergang ab, sodass das griechische Wort peripatetikos so viel bedeutet wie das, was man während eines Spaziergangs tut. In der Folge haben die Neurowissenschaften alle positiven Aspekte von Bewegung und Wahrnehmung untersucht und analysiert, wobei ein klarer Zusammenhang mit Neurotrophinen, Kreativität und Flow, neben anderen Aspekten, besteht. Konzentrieren wir uns aber auf die Grundlagen der BEAPNE-Methode und ihre wissenschaftlichen Publikationen. Lassen Sie uns die Methode ein wenig genauer betrachten. BEAPNE umfasst vier Formen des Lernens, die als Imitation, umgekehrte Reaktion, variable Kreiskoordination und Echtzeitsignalisierung bezeichnet werden. Jede von ihnen weist viele Variationen auf, die den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Alle Aktivitäten der Methodik sind in einem Glossar zusammengefasst, das wie ein Bauplan alle Arten von Aktivitäten enthält, die wir durchführen können, um an der verkörperten Wahrnehmung zu arbeiten. Kognitive Funktionen wie Sprache, Gedächtnis, Handlungsplanung, Wahrnehmung, räumliche Orientierung, Aufmerksamkeitsnetzwerke, soziale Kognition und räumlich-visuelle Fähigkeiten werden durch BEAPNE angesprochen. Stellen Sie sich vor, Ihre Schüler verbessern ihre Sprachkenntnisse und ihr Gedächtnis, indem sie einfach an rhythmischen und koordinierten Bewegungen teilnehmen, die mit Doppelaufgaben verbunden sind. Klingt unglaublich, oder? Aber das ist noch nicht alles. Die BEAPNE-Methode ermöglicht es uns vor allem, an den kognitiven und exekutiven Funktionen zu arbeiten, mit dem Ziel, den Schülern Werkzeuge für eine bessere Selbstregulation an die Hand zu geben. Die Rede ist von kognitiver Flexibilität, Arbeitsgedächtnis, Doppelaufgaben, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Planung. Dies sind entscheidende Fähigkeiten, die Schüler nicht nur für ihr Studium, sondern auch für das Leben benötigen. Durch BEAPNE können sie diese Fähigkeiten auf spielerische, einnehmende und effektive Weise entwickeln. Nun fragen Sie sich vielleicht, woher wissen wir, dass es funktioniert? Nun, die BEAPNE-Methode stützt sich auf eine solide und ständig wachsende wissenschaftliche Basis. Sie macht die Menschen weder intelligenter, noch heilt sie Aufmerksamkeitsdefizite, sondern gibt ihnen Werkzeuge für eine bessere Selbstregulation mit ganz konkreten praktischen Vorschlägen an die Hand. Sie stützt sich auf über 3000 akademische Zitate und 200 wissenschaftliche Publikationen. Darüber hinaus kann sie auf über 60 hochkarätige Publikationen im Web of Science und Scopus verweisen. Und als ob das noch nicht genug wäre, wurde sie mit mehreren internationalen Forschungspreisen und Auszeichnungen für ihren Werdegang geehrt. Das ist nicht nur eine Modeerscheinung, sondern eine gut erforschte Methode. Mehrere Doktorarbeiten und viele Masterarbeiten wurden darüber geschrieben. Und sie wurde bei über 20.000 Schülern in etwa 15 verschiedenen Ländern eingesetzt. Lassen Sie uns ein wenig darüber sprechen, wie Sie sie in Ihrem Unterricht einsetzen können. Sie brauchen keine komplizierte Ausrüstung,
Sie müssen nur einem bestimmten Programm folgen, da wir unsere Sitzungen so gestalten, dass wir an der Impulskontrolle bzw. Hemmung, dem Arbeitsgedächtnis und der kognitiven Flexibilität arbeiten. Ein Gedanke ist bei Babne grundlegend. Wir lehren nicht Musik, wir lehren mit Musik. Wir lehren durch Rhythmus, motorische Fähigkeiten, Körperschema und motorische Koordination. Die Babne-Methode nutzt die Neuromotorik, wobei die Stimme eine einzigartige Rolle spielt, da wir unabhängig von dem arbeiten, was wir mit unseren Händen und Füßen tun. Das bedeutet, dass sie nur ihren Körper und ein wenig Platz benötigen. Die Aktivitäten können so einfach sein wie das Bewegen nach den Anweisungen des Lehrers, wobei man bestimmten Mustern folgt, die sich ständig ändern. Der Schlüssel liegt darin, strukturierten rhythmischen Sequenzen zu folgen, die sowohl den Körper als auch das Gehirn einbeziehen. Einer der besten Aspekte von Beapne ist seine Flexibilität, denn es gibt spezielle Programme für Säuglinge ab 6 Monaten, Kindergartenkinder, Grundschüler, Sekundarschüler, gesunde ältere Menschen sowie für Menschen mit Alzheimer oder Parkinson unter anderem. Es gibt auch ein spezielles Programm für den Sportunterricht namens Babne Fit und für Musikstudenten namens Kognitive Solmisation. Sie können es in fast jeden Unterricht integrieren. Unterrichten Sie eine Sprache, nutzen Sie Rhythmus, Bewegung und neuromotorische Fähigkeiten, um den Wortschatz und die Grammatik zu festigen. Wenn Sie zum Beispiel Mathematik unterrichten, beziehen Sie neuromotorische Fähigkeiten ein, um Geometrie zu lehren. Denn mit der Beapne-Methode versuchen wir, die Konzentration und die Problemlösungsfähigkeit, die Planung oder die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu verbessern. Die Möglichkeiten sind endlos. Und vergessen wir nicht die emotionalen Vorteile. Babne-Aktivitäten finden oft in Gruppenarbeit statt, was bedeutet, dass die Schüler auch ihre sozialen Fähigkeiten, ihre Teamfähigkeit und ihre Empathie entwickeln. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir bei Babne an der verkörperten Wahrnehmung arbeiten. In einer Welt, in der Zusammenarbeit so wichtig ist, sind dies wertvolle Fähigkeiten, die es zu fördern gilt. Denn der Verstand sucht und das Herz findet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Babne-Methode eine ganzheitliche und einnehmende Möglichkeit bietet, die kognitiven und exekutiven Funktionen von Schülern zu verbessern. Sie wird durch solide Forschungsergebnisse gestützt, ist einfach zu implementieren und unglaublich vielseitig. Wenn Sie Ihre Unterrichtspraxis erneuern wollen, könnte dies das richtige Werkzeug für Sie sein, denn Spielen und Bewegung sind der Treibstoff für die Entwicklung des Gehirns von Kindern. Wir wollen ein Umdenken erreichen, denn vergessen wir nicht, dass wir Emotionen aus der Steinzeit, Institutionen aus dem Mittelalter und Technologie von Göttern haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergessen Sie nicht, Jungen und Mädchen sind wie frischer Zement, alles was auf sie fällt, hinterlässt Spuren. Bis zum nächsten Mal, liebe Babnerianer.